jetzt kann ich Sie auch sehen. Und? Und? Danke, das ist schon sehr schön. Danke. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, liebes Wiesbadener Publikum und Sie daheim an den Fernsehschirmen. Einen recht schönen guten Abend. Sie haben so freundlich applaudiert. Ich nehme an, dass Sie viele, na, ist vielleicht noch ein bisschen früh, viele Wiesbadener Geschäftsleute hier sind und die haben applaudiert. Die sind heute gut gelaunt. Das Geschäft war enorm. Oder ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es wieder die Demonstration war gegen den Bildungsnotstand. Warum man gegen den Bildungsnotstand demonstriert, bevor man die Sendung gesehen hat, weiß ich nicht. Aber bitteschön, jeder so gut er kann. War ein unheimlicher Auftrieb hier. Ich nehme an, in jeder deutschen Großstadt es war. Ich hoffe, dass alle Geschäftsleute ein gutes Geschäft gemacht haben. Manchmal täuscht man sich, es sieht ja manchmal noch mehr aus, als dahinter steckt. Nicht nur bei mir, das ist eigentlich alles Natur, das ist vieles, wissen Sie ja. Ne? Nun, meine Damen und Herren, apropos Bildungsnotstand, ich muss etwas ganz Wichtiges vorweg sagen. Pudel haben selbstverständlich Locken. Ich hätte nie gedacht, dass ein Hund einen sehr artigen Aufruhr, ich meine, Goethe ist wegen eines Hundes vom Theater abgegangen, nicht wahr? Das war wichtiger. Aber wir haben letztes Mal Hunde gehabt und der Pudel, habe ich gesagt, der müsste glatte Haare haben, weil mir der Züchter sagte, die Locken, die müssen ausgekämmt, müssen glatt sein. Da habe ich armer Irrer gesagt, glatte Haare. Nein, Herr Elste, herzlichen Gruß in Koblenz, der Pudelkönig von Deutschland hat mir gleich noch ein Telegramm geschrieben. So ein Ding, es hat gekostet, ich danke Ihnen, jetzt habe ich es kapiert. Pudel müssen natürlich Locken haben, aber muss sie kämmen, bis sie keine Locken mehr haben. Man darf aber dann nicht sagen, sie hätten glatte Haare, sondern sie haben ausgekämmte Locken. Das sage ich nur allen, die uns freundlicherweise geschrieben haben, telegrafiert haben, angerufen haben. Also mit den Hunden, das haben wir also jetzt hinter uns. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, noch etwas. Ich habe das schon oft gesagt, aber es ist immer wieder aktuell. Wir sind 10 Tage vor Weihnachten. Es gibt Leute, die backen Makronen und Baiser, also in Norddeutschland. Südlich backen sie Nusskipferl und Nussbusserl und Vanillekipferl und so. Passen Sie auf, machen Sie sich da keine Holzkohle da zu Hause in Ihrem Ofen. Denken Sie hin und wieder mal dran. Immer wenn ich dran bin, können Sie schnell rausgehen. Wenn eine hübsche Programmnummer kommt, kommen Sie wieder rein, ja? Apropos hübsche Programmnummer, nicht etwa, dass Willy Berking der Punkte.de zum Opfer gefallen wäre. Nein, es ist heute Johannes Pütz. Er ist wirklich so schlank. Lieber Herr Pütz, ich freue mich, Sie mal wieder begrüßen dürfen. Herzlichen Dank. Aber ich möchte natürlich an dieser Stelle nicht versäumen, lieber Willy, dich herzlich grüßen. Ich weiß, du bist zu Hause am Empfänger. Es ist so selten, dass ich dir einen schönen, geruhsamen Abend im Kreise deiner Frau wünsche. Schau's dir an und sei froh, dass du jetzt mal nicht dran bist. Nicht? Ein bisschen Nervosität und Aufregung ist immer dabei. Aber ich habe ja treue Helfer und mir kann eigentlich fast kaum etwas passieren. Doris und Elke, darf ich euch bitten, festlich gewandelt. Sie sehen, guten Abend, Elke. Guten Abend, liebe Doris. Sie sehen, das ist jetzt modern. Wir sind ja ein moderner Sender. Wir gehen ja mit der Zeit. Das sind die Folgen der Entwicklungshilfe. Nicht wahr? Die schicken uns jetzt die Sachen zurück. Jetzt tragen wir sie. Früher haben wir sie hingebracht. Jetzt kommen sie zurück. Ist jetzt ganz modern. Muss sein. Nun, wir haben heute ein paar Minuten früher angefangen. Deswegen durfte ich eine Minute länger reden. Das letzte Mal war ich pünktlich. Bin ich neugierig, was heute passiert. Meine Damen und Herren, darf ich Sie herzlich bitten, die Runde der Pechvögel, alles Damen und Herren, die, wenn Sie die Sendung verfolgt haben, Sie wiedererkennen werden. Darf ich Sie bitten? Das ist nett, dass Sie wieder gekommen sind. Vielleicht machen Sie das. Dann kommt so, so rum. Dies, meine Damen und Herren, sind die Pechvögel des Jahres. Nicht einfach, dass ich so viel Pech gehabt habe, ich hoffe jedenfalls nicht im Laufe dieses Jahres. Aber bei den Sendungen, die wir gemacht haben, sind diese Herrschaften alle ausgeschieden an irgendeiner Stelle, wo man gesagt hat, na, das war aber Pech. Das muss man immer sagen. Und das Furchtbare ist, dass auch heute wieder einige von Ihnen sagen, Mensch, jetzt habe ich auch wieder Pech gehabt. Trösten Sie sich, es ist ein Glücksspiel. Tschechoslowakei, 4.762 tschechische Kronen. Wie geht's Ihnen? Gut, ja? Strahlt auch. Indien, Rupies oder Rupies? Rupies, sehen Sie, ich bin echt der Pechvogel. 500 Mark, Deutschland, das ist die alte Mark, ist noch nicht auf- oder abgewertet. Holland, 452, ein halb Gulden. Das ist das Schöne, dass wir die Mark nicht aufgewertet haben. Dann hätte man nämlich diese ganzen Aktien verändern müssen. Ceylon, das war mit ein Grund, für uns das nicht zu tun. 744 Rupies, Schweiz, 546, Österreich, 3.250 österreichische Schillinge und Ungarn 1.467 Forint. Ich danke Ihnen, dass Sie noch einmal den Weg hierher gefunden haben. Hoffentlich haben wir einen amüsanten, netten Abend miteinander. Was an mir
liegt, soll geschehen. Und ich wünsche Ihnen allen Glück. Ich sage Ihnen jetzt schon, es wird nur einer gewinnen. Sonst wird der Titel der Sendung wieder nicht stimmen, dann stimmt gar nichts. Ich danke Ihnen, Indien und die Tschechoslowakei, darf ich bitten, hier zu bleiben. Danke Ihnen schön. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Martin serviert bereits den Sekt. Sein Gesicht ist grimmig, wie wir es kennen. So. Trotzdem, ja, das legen wir gleich aus der Hand. Ich darf Sie aber trotzdem noch einmal bitten, ein wenig von sich, wir sind nicht so arrogant anzunehmen, dass nun jeder Mensch jede Sendung sehen müsste und sich dann noch einprägen, wer Sie sind. Darf ich Sie noch mal bitten, sich vorzustellen? Ich bin Usachev aus Bratislava. Also was machen Sie dort? Ich bin Kernphysiker. Kernphysiker. Und hier haben wir wieder einen Wissenschaftler, das weiß ich noch. Darf ich Sie auch noch bitten? Pharmazeutischer Chemiker. Bitte? Pharmazeutischer Chemiker. Pharmazeutischer Chemiker, ja. Das ist Herr Ebenezer. 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 Ja, gut. Meine Herren, hier fangen wir gleich an mit Geografie. Diese Berge erscheinen wirklich hier. Schauen Sie, stellen Sie sich gleich mal rechts und stellen Sie sich einmal links. Diese Berge, die wir hier aufgeschrieben haben, wir haben es auch noch mit den, Kilimanjaro. Für Sie ist wohl hier, nicht? Ja, das ist für Sie. Hier, jetzt sehe ich es gerade. Und wir haben es auch noch mal tschechisch, ich weiß, Sie sprechen prima Deutsch, trotzdem auch noch mal drunter geschrieben, damit es gar keine Irrtümer geben kann. Wir haben weder Kosten noch Mühe noch Arbeit gescheut. Schauen Sie jetzt die Berge an. Darf ich mal bitten, Sie vorbeizudrehen? Und bei dem zweiten Mal, wir halten erst noch einmal an. So, ist schön. Noch nicht. Ich sag's Ihnen, beim zweiten Mal beim Essen. So, danke schön. Das sind sechs Berge. Das sind auch die sechs richtigen Namen. Ist kein Trick dabei, gar nichts. Jetzt lassen wir das schön langsam drehen. Moment. Und dann nehmen Sie dies hier runter. Das haftet hier oben, ja? Das soll nicht heißen, dass das wäre. So. Und für Sie genau dasselbe, Herr Winnisser, ja? Jetzt darf ich bitten, langsam durchzudrehen. Sie haften es hier unten. Moment. Sechs Bilder. Hiermit geht's los. Ja? Mit diesem geht's los. Bei Ihnen geht's mit diesem los. Ne? Darf ich bitten? Oben und Sie und jetzt langsam drehen, langsam. So ist schön. So ist es schön. Weiter, es geht ja mal schön. So ist schön. Haben wir noch einen? Haben wir einen zu wenig gemacht? Ah, das ist er da unten. Aha, so. Dankeschön. Jetzt machen wir hier auf. Das Wunder der Technik geschieht. Man sieht es hier noch einmal. Wäre das für möglich gehalten? So, jetzt wollen wir mal schauen. Sie sind oben und Sie sind unten. Oben ist hier Popocatépetl. Das ist leider falsch. Das ist ein Punkt für Indien. Das ist nicht der Popocatépetl, das ist der Kilimandscharo. Ja? Jetzt geht's weiter. Dies hier ist das Matterhorn. Indien hat das Matterhorn erkannt, weil es so weit weg ist, das lernt man immer besser. Das sind zwei Punkte für Indien. Es ist nicht der Zuckerhut. Gleich so aussieht, als ob es Zucker sein könnte. Das ist der Fujiyama. Das war für Sie der Kilimandscharo. Das stimmt nicht. Das sind drei Punkte für Indien. Das sind die Dolomiten bei beiden. Die sind ja nun wirklich so publik. Gut, ein Punkt, Indien, ein Punkt, Tschechoslowakei. Und das hatten wir wohl schon, ne? Nein. Moment, wollen wir anfangen. Das ist Popocatépetl, ja, das ist richtig. Noch ein Punkt für Indien. Und Fujiyama. Hier. Das ist eben. Schauen Sie, die Kirchen hier, das ist ja sehr wenig japanisch, nicht? Und was hätten wir hier noch? Das ist der Zuckerhut, das ist richtig. Noch ein Punkt für Indien. Und das ist Ihnen zum Matterhorn geraten. Matterhorn am Meer ist schwer. Matterhorn am Meer ist schwer, nichts geht mehr, rien ne va plus zu. Wie schaut's? 6-1 für Indien, aber es geht noch weiter. Darf ich bitten, das raus? Na warte, Moment, ich gebe das mit. Nimm mal mit. Dankeschön. Darf ich jetzt mit Ihnen... Sie sind so nett und gehen drüben rein. Ja, unser Chef. Doris nimmt sie mit. Und wir, Herr Ebenezer, gehen hierher. Ja, Sie rennen mir voraus, das ist wunderbar. Ich folge Ihnen gerne. Gehen wir gemeinsam.
So, jetzt darf ich Ihnen 4 Pferdesportler vorstellen. Ich sage extra Pferdesportler, weil Sie nicht alle reiten. Ja? Aber mit Pferden haben Sie alle guten Namen, ja? Guten Abend. Guten Abend. Alle zu tun. Sie tragen alle farbenprächtig, für die, die Farbfernsehen haben, Ihren Dress. Und hier oben hängen lauter Kopfbedeckungen. Die richtigen und auch falsche. Und Sie so nett und geben jedem dieser Herren die Kopfbedeckung, die für seinen Pferdesport die richtige ist. Suchen Sie was aus und übergeben Sie es den einzelnen Herren. Guckt sie auch noch von hinten an, weil er sagt, wer weiß. Nicht aufsetzen, nicht aufsetzen. Es könnte ja nicht stimmen. Schauen Sie, da steht ein Mensch, der hat die Mütze bis hier. Und das ist dann ein bisschen komisch. Und die gute Frisur, alles so schick gemacht. Ja. Ja, ist auch was Schönes. Die nehmen alles. Die nehmen alles. Also, das ist egal. Die setzen nur nicht alles auf. Zylinder. Vornehmen. Ja, da haben wir noch hier draußen jemanden. Das ist. Er guckt. Er nimmt alles, Herr Ebenezer. Also da. Tja, was soll man da aufsetzen? Was soll man da aufsetzen? Ja. Guck mal, wie sie freuen. Nicht auf den Kopf, sondern so. Danke, kommen Sie hier rüber. So, jetzt darf ich die Herren erst einmal vorstellen, denn wenn schon, denn schon. Herr Dexter, ich begrüße Sie. Großer Champion, vielleicht dieses Jahr. Hoffentlich. Der erfolgreichste Jockey Deutschlands, vielleicht. Mit wem liegen Sie Kopf an Kopf? Peter Remmert. Mit Peter Remmert. Wie viele Rennen sind noch zu laufen? 4 Tage. Noch 4 Tage? Rentage haben wir noch 4 Renntage. Am Sonntag ist er ausgefallen. Sonntag ausgefallen. Wenn wir nicht einfrieren. Und was, wenn sie nicht einfällt? Und ist das nur die Ehre oder gibt es einen Extrapreis? Wenn man Nein, es gibt eine Urkunde, da gibt es das goldene Armband. Das ist natürlich... Das ist schön. Haben Sie schon mal gekriegt? Einmal, 1953. Oh, dann wäre es doch ganz schön nach 15 Jahren mal wieder, nicht wahr? Welche Farben tragen Sie dann? Das sind die Rennfarben vom Gestüt Schlenderhahn. Schlenderhahn. In diesem Jahr auch der erfolgreichste Rennstall. Auch der erfolgreichste Rennstall. Dafür kann man Reklame machen. Wer von uns kauft sich deswegen schon ein Pferd bei Ihnen, nicht wahr? Vielen Dank, Herr Reiser, vielen Dank. Und das ist Harry Bold, einer unserer erfolgreichsten Dressurreiter. Was war Ihr größter Erfolg, Olympiade? Ich glaube, die Silber. Ja. Stimmt? Silbermedaille in der Einzelwertung, Goldmedaille in der Mannschaft in Tokio 64. Ich danke Ihnen, Herr Bold, dass Sie gekommen sind. Das ist voll verliebt. Darf ich hier vorgehen? Das ist Herr Lehmkuhl, einer der erfolgreichsten Trabrennfahrer in Deutschland. Augenblick in Hamburg zu Hause, stimmt's? Jawohl. Wie viele Siege? Wissen Sie das zufällig? 3 fehlen an 700. 3 fehlen an 700. Aber dieses Jahr können Sie nicht mehr schaffen. Die 3? Ja, doch. Ja? Vielleicht Sonntag schon. Ist das noch zu schaffen? Ja, vielleicht Sonntag schon. Sie können auf 700 noch kommen. Vielleicht dieses morgen Jahr. Schon. Vielleicht morgen schon. 700. Wenn man überlegt, jedes Mal kriegt er 10.000 Mark Siegesprämie. Oh, wenn das wäre schön. Schön, was? Ja, aber das rechnen doch die Leute jetzt schon zu Hause. Sie haben 700 Siege, wenn er jedes Mal nur, so schlimm ist es nicht. Es nährt seinen Mann, nicht wahr? Ja. Aber, ja, nicht. Ich hätte nichts dagegen. Sie hätten nichts dagegen, ja. Das ist Graf von der Schulenburg. Ab, freue mich. Einer unserer erfolgreichsten Springreiter. Es liegt ein bisschen zurück bei Ihnen, das darf ich sagen. Ein bisschen, ja. Noch nicht so. Was war der größte Erfolg? Wissen Sie es noch? An sich der, dass ich beschlossen hatte, aufzuhören zu reiten, bei einem internationalen Turnier in Wien und das letzte Springen, was ich reiten wollte, auch gewann. Na also, das ist ein Riesenerfolg. Dann haben Sie erst recht aufgehört. Erst recht aufgehört. Es ist ja auch im Erfolg aufzuhören leichter, ne? Hat man gesagt, hört nicht auf, weil es nicht mehr geht, sondern er hört auf mit einem Sieg. Schöner. Wunderbar. Schön. Aber Sie reiten jetzt doch noch als Hobby, nicht? Viel jeden rein. Tag. Jeden Tag? Immer. Immer. Gut, ich danke Ihnen. Jetzt darf ich Sie bitten, das da oben wieder hinzuhängen, aber möglichst ein bisschen durcheinander. Das sind 4 Punkte für Herrn Ebenezer. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Ebenezer. So, Moment. So, stellen wir uns wieder hin. Erst wollte man Sie zum Bundespostreiter machen, Graf, haben Sie gemerkt? Aber die Zeit ist ja vorbei, der Postreiter, das könnte ja sein. Ja, darf ich bitten, Herr Usatschew, sind Sie noch da? Herr Usatschew. Also, komm mal.
4 Pferdesportler. Ich sage ex darum wieder nicht Reiter, sondern Pferdesportler, denn nicht jeder Pferdesportler muss ja reiten. Da hinten hängen lauter Kopfbedeckungen, 4 davon sind die richtigen. Ich will Sie nur bitten, die richtige Kopfbedeckung dem richtigen Sportler in die Hand zu geben. Jawohl. Wie viel wiegen Sie, Herr Neusner? 53 Kilo. 53 Kilo, was? Da würde manche Frau stolz sein. 53 Kilo. Ich wiege aber nicht viel mehr als das Doppelte. Ich wiege das fast ein Kilo, ne? Ja, bald 100 Kilo. Armes Pferd, ne? Und warum muss man so leicht sein? Einfach wegen Tempo reiten? Nein, erstmal bereite kurz einen Bügel und entlasten die Hinterhand des Pferdes, um auch eine gewisse Geschwindigkeit zu erzielen. Also könnte es auch einen dicken Jockey geben, so wie mich? Nein. Nein, der würde keinen Ritt bekommen. Der würde keinen Ritt bekommen? Nein. Außerdem würde das Pferd einen Senkrücken bekommen, das wollen wir dem Pferd nicht an, da kommt der Tierschutzverein. Herr Usaschew, das stimmt alles. Das stimmt alles, das ist Graf von der Schulenburg, das ist Herr Lehmkuhl, Herr Bold und Herr Drechsler, sehr berühmte Dressler, ganz berühmte Reiter hier in Deutschland. Ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie gekommen sind und ich freue mich, dass es so gut geklappt hat, dass man Sie erkannt hat, zumindest ist das, was Sie machen. Dankeschön und weiterhin, wie gesagt, Hals und Beinbruch. Dankeschön. Gut, Wiederschauen. So, dann wollen wir hier mal schauen. Herr Usaschew, es geht schon los. Er hat es ja auch gewusst. Das heißt, ja. Aber Pech haben Sie eigentlich nicht gehabt, ne? Noch einmal. Wobei? Auch heute. Auch heute? Ja, ich habe es ist Ihnen das mit die dem Kleidung in München vergessen. In München, Ihr Gepäck? Ja. Das Pech, ja. Das Pech. Wo steht es denn jetzt rum? Wir sehen uns ja noch, Ebenezer. Aber bleiben Sie ruhig da, dann wir können es miteinander. Wo steht es denn jetzt? Auf dem Bahnhof oder geklaut? Nein, im Privatzimmer. Privatzimmer? Ah, da wollen wir nicht drüber sprechen. Aber auf dem Rückweg können Sie es ja wieder abholen, ne? Ja, ja. Aber einen Anzug haben Sie doch, oder ist das nicht Ihrer? Wir müssen das hier ankaufen. Haben Sie gekauft hier? Ja. Den haben Sie hier gekauft? Nicht. Fernsehen. Fernsehen? Schau mal. Das ist sehr schön. Sehr schön. Na, das ist doch prima. Und Sie sind hier in Unterhosen angekommen, oder was? Nein, mit anderen. Mit anderem Anzug, aber nicht so schön. Gut. Fernsehen hat ihm einen Anzug gekauft. Hände in Hand, die habe ich selber bezahlt, da möchte ich noch mal darauf hinweisen. So, ich danke Ihnen und hoffentlich kriegen Sie Ihr Gepäck wieder. Ja? Und diese Goldmünzen. Ja. Herr Usaschew, also kommen Sie gut wieder zu Ihrem Anzug. Müssen Sie den zurückgeben? Ja, ja. Oh, den muss ich auch noch zurückgeben. Wir sehen uns noch einmal. Dankeschön. Hat jemand telefoniert? Nein. Hat niemand telefoniert. Dann darf ich die Damen bitten aus Ceylon und Ungarn. Ist ja schwer zu gehen im Sari. Aber schön ist er. Guten Abend. Guten Abend. Was ist? Ah, Sie sind, ja, entschuldigen Sie, ich greife schon wieder nach den Händen. Das ist ja furchtbar. Man gibt sich die Hand überhaupt nicht da. Nein, gar nicht. Oder nur ganz guten Freunden oder ganz. Überhaupt nicht. Verzeihung. Überall, es hat auch was für sich. Gerade in warmen Ländern, ne? Ja, deswegen ist es ja wohl so gedacht, ne? Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Betrieb mit 3000 Angestellten, begrüßen die alle morgens mit Handschlag, das ist ja auch fürchterlich. Bei 46 Grad im Schatten oder was? Darf ich mal bitten? Dankeschön. Wir wollen noch ein bisschen sagen, wo wir herkommen und was wir machen. Nicht wir, sondern Sie. Darf ich Sie bitten, sich ein bisschen noch mal wieder vorzustellen, Erinnerung zu rufen? Ja. Ich komme aus Budapest, ich bin Studentin an der Budapester Universität und zwar ich studiere Germanistik. So ist es. Ich danke Ihnen. Und Sie bitte? Ich spiele Klavier. Sie spielen Klavier? Und nicht immer, nicht dauernd. Jetzt, und also, nebenbei mag ich noch etwas Mode. Nebenbei machen Sie noch etwas Mode. Was ist denn mit dem Klavier? Sind Sie da jetzt fertig? Haben Sie Ihre... Es ist nämlich ein idealistischen Beruf, wissen Sie. Man muss auch von irgendwo anders Geld verdienen. Eben, Sie haben einen nicht? Idealistischen Beruf, aber irgendwo muss man auch Geld verdienen. Das ist das Schöne bei uns, dass beides zusammenfällt. Ideal, Fernsehen machen zu dürfen, nebenbei auch noch Geld zu verdienen. So. Jetzt kriegen Sie jeder ein Bild. Bitte sehr. Und Sie kriegen auch ein Bild. Bitte schön. Und jetzt sagen Sie uns bitte, wer hat Ihrer Meinung nach, Sie sehen es gleich in groß, meine Damen und Herren, Sie zu Hause haben es ja auf dem Empfänger über die andere Kammer. Wer glauben Sie hat dieses Bild gemalt? Und Sie glauben auch bitte,
Wie sollen Sie gleich sagen? Rousseau. Sagen Sie und... Henri Rousseau. Ja, und Ihr Bild, von wem könnte dieses sein? Also ich will auch Henri Rousseau. Können Sie ja sagen. Sagen Sie auch Henri Rousseau. Ich freue mich, meine Damen, dass Sie so einer Meinung sind. Jetzt hätten Sie nämlich beide alles falsch oder beides richtig. Sie haben aber beides richtig, kriegen Sie beide einen Punkt. Hätten Sie beides falsch gehabt, wäre es genauso. In diesem Falle, weil Sie beide das Gleiche gesagt haben. Sehr gut, Doris, nimmst du mir das mal wieder ab? Doris, huh. Ja. Jeweils einen Punkt. Ich darf aber bitten, Vorhang auf. Sie gehen bitte hier rüber. Da ist Ihr Bild und hier ist Ihr Bild. Ja, gehen Sie bitte rüber. Jetzt Folgendes. Auf jedem Bild war eine Sonne. Dass Sie Ihren Rousseau erkannt haben, finde ich fantastisch. Haben Sie so genau hingeguckt, jetzt müssen Sie auch wissen, was für eine Sonne war auf Ihrem Bild. Wenn Sie die richtige Farbe wählen, kriegen Sie einen weiteren Punkt. Und wenn Sie wissen, wo die Sonne war, dann halten Sie die Sonne dahin. Und wenn es stimmt, können Sie loslassen, sie klebt. Sie klebt aber nur an der Stelle, magnetisch. Wenn Sie loslassen, sie fällt runter, dann geht die Sonne unter. Ein kleines Gedicht, aber dafür ist sie auch von mir. So, die richtige Sonne, auf dem Bild war eine Sonne. Ja. Entsinnen Sie sich. Und die richtige Sonne sind ja hier zwei. Rot. Das müssen Sie wissen. Die richtige Sonne nehmen Sie jetzt und heften Sie dahin, wo sie in Ihrer Erinnerung war. Und Sie auch, Sie haben auch. Sie werden sehen, ob sie klebt. Müssen nur loslassen. Es klebt nicht. Ich fürchte, da unten klebt's. Es klebt doch, aber an der verkehrten Stelle. Aber einen Punkt mehr bekommen Sie, Indien einen Punkt mehr, denn sie hat die richtige Sonne genommen. Die rote Sonne. Es klebt auch nicht, Sie haben nämlich einen Doppelfehler gemacht. Erstens war es eine weiße Sonne aus. Und keine rote. Und dann war die weiße Sonne hier oben. Ja, kann man leicht wissen, wenn man es vorher weiß, wie ich, ja. Aber es ist nämlich ganz interessant, man schaut sich ein Bild an, es ist nur eine Sonne drauf, so ein großer roter oder weißer Klecks. Und dann sagt man eine halbe Minute später, wo war der? Und schon weiß man es nicht. Und da sollen die Leute die Straßenverkehrsregeln können. Das ist doch völlig ausgeschlossen. Ich danke Ihnen, das waren noch einmal, waren also drei Punkte für Ceylon und ein Punkt für Ungarn. Darf ich bitten, das abzuräumen? Wir wollen weitermachen. Bitte, das Telefon geht. Soll ich rangehen? Wollen Sie mitgehen? Ja? Wollen Sie mithören? Ja, was ist denn? Hm? Nein, das stimmt. Sie hat diese... Ja, schauen Sie, da ruft einer an, sagt, Sie kriegen nur zwei Punkte, weil Sie die Sonne nicht an die richtige Stelle getan haben. Ja? Sie haben wieder nicht aufgepasst, ich wollte es nur mal kontrollieren. Da müssen Sie aber schön mitmachen. Völlig richtig. So. Bitte nehmen Sie hier Stand und Sie bitte hier. Sie sehen, wir haben es auch in Ungarisch noch dahinter schreiben lassen. Ja. Nicht? Ist doch lieb von uns. Ja. Das muss man anerkennen. Ja. Passen Sie auf, jetzt kommen hier 10 Musiker raus. Die spielen 10 verschiedene Instrumente, nämlich alle die hier dran sind. Ja? Ja. Sie können sich die Herren anschauen. Wichtig ist nur, dass Sie das Instrument erkennen. Die Herren gehen Sie im Grunde gar nichts an. Aber bitte, wenn Sie privat mal einen Blick, also das geht mich auch nicht an. Und dann bitte schön der Reihenfolge nach, wie Sie auftreten, so müssten Sie auch die Instrumente hin. Denn das ist der Witz, denn sonst, da die alle 10 kommen, brauchen Sie, muss sagen, die 10 waren das, ja? Schön die Reihenfolge. Ist klar? Ja. Haben wir uns verstanden? Wir haben uns auch verstanden. Flavia, alles klar. Bitte? Was kleben? Diese Dinger, der Reihenfolge. Ja, danke. Die Reihenfolge, die Musiker kommen, die fangen ja nicht mit der Fanfare an. Ja. Ist klar? Ja, danke schön. Verstehen? Ja. Alles gut? Dankeschön. Auch gut? Gut, dann darf ich bitten, meine Herren, bitteschön. Thank you.
Musiker, Spitzenmusiker. Dankeschön. Bleiben Sie bitte noch einen Augenblick stehen, ich muss kontrollieren, ob das alles stimmt. Da geht's los. Trompete, Moment, vielleicht kann ich beide zugleich sehen. Man muss ja heute im Zeitalter der Rationalisierung, muss man ja mal gucken, ob das nicht geht. Trompete, Klarinette, Posaune, Saxophon, Waldhorn, Flöte, Fagott, Oboe, Sousaphon, Fanfare. Meine Damen, großartig, meine Herren, hervorragend. Ich danke Ihnen. Jeweils einen Punkt für Sie und einen für Sie. Dankeschön, darf ich bitten, das abzuholen. Ilona, wieder einen Punkt bekommen. Hat wieder nicht gereicht. Wieder nicht. Wieder nicht. Und wieder ein Punkt. Und wieder ein Punkt. 3-2. Ein Punkt zu wenig. Was soll man machen? Aber war das Pech? Nö. Nein. Ich habe schon gewonnen, dass ich noch einmal hier war. Ilona, das ist aber lieb, das ist das. Aber wieso? Sie haben sich die Sonne nicht richtig angeschaut, ne? Nein. Sie haben eine rote Sonne genommen statt einer weißen. Ja, ich war ganz verirrt. Auf dem Bild war die Sonne die Schlange weiß. So ein bisschen rot. Und auch dort der Baum war ein bisschen rot. Und da habe ich mich ganz verirrt. Also Sie haben sich verirrt. Im Wald verirrt, im Urwald verirrt. Ja, ungefähr. Dankeschön. Tschüss, Ilona. Wiederschauen. Dankeschön. Wiederschauen. So, meine Damen und Herren. Jetzt begrüßen wir einen Gast wieder, der Wiener Staatsoper. Sie wissen ja, die Wiener Staatsoper, da bekommen wir die schönsten und besten Sängerinnen zu uns. Die Wiener Staatsoper, mit denen haben wir schon beinahe ein sehr freundschaftliches, das haben wir sowieso Verhältnis, aber es ist schon beinahe Verwandte von uns. Wiener Staatsoper, diesmal Lucia Popp, die Kammersängerin. Jung, charmant und ich bin überzeugt, sie wird Ihnen gefallen. Singt die Cavatine der Rosine aus der Oper Der Barbier von Sevilla von Rossini. Kammersängerin Lucia Popp. Viel Freude haben Sie, weiß ich. Darf ich bitten? Yeah.
Hübsch, ne? Stimme meine ich, hübsche Stimme. Schöne Stimme. Aber selbst wenn sie nicht singen würde, finde ich sie immer noch gut. Oh, pardon. Guten Abend. Guten Abend. Sie kommen aus der Schweiz? Aus Basel, ja. Und sie, aus Basel und Sie kommen? Aus Österreich. Aus Österreich und vom wo? Wir müssen es alles nochmal. Wir wollen es nochmal. Vöcklabruck? Ich weiß es, aber ich meine. Aus Vöcklabruck, darf ich Sie um Ihren Namen auch noch bitten? Eduard Christoph Heinisch. Heinisch aus Vöcklabruck und Sie machen in Vöcklabruck? Technischer Angestellter. Technischer Angestellter. Und Sie kommen aus früher Basel? Früher war es anders. Früher war es anders? Was waren Sie früher? Fernsehkritiker. Warum gehen Sie weg von mir? Ich tue Ihnen doch nichts. Ich sage Fernsehkritiker. Schauen Sie, für die vergangenen Sünden werde ich Sie doch nicht zur Rechenschaft rufen. Ich bin doch Pechvogel. Warum? Jetzt sind Sie doch technischer Angestellter. Und Sie kommen aus Basel? Herr Fuchs? Ja. Ah, und? Ja. Erzählen Sie uns noch bitte was. Versicherungsangestellter. Versicherungsangestellter aus Basel. Hiergegen gibt es natürlich keine Versicherung. Gehen Sie viel ins Theater? Wenig. Von Vöcklabruck aus ist schwer. Wohin gehen Sie? Wo fahren Sie? Salzburg oder Linz? Nein, ins Fernsehtheater. Ins Fernsehtheater, ins Kartoffelkino gehen Sie. Ja. Und Sie gehen in Basel natürlich ins Theater. Da haben Sie ja doch jetzt. Ab und zu. Ab und zu. Weiß ich, leider gehen Sie ungern. Warum gehen Sie so ungern ins Theater? Das ist die Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit. Und was ist bei Ihnen, was Sie vom Theater fernhält? Die Entfernung. Die Entfernung. Also auch die Bequemlichkeit. Ja. Haben Sie ein Auto? Doch. Also sehen Sie. Aber er geht nicht. Ich muss hier ein bisschen Reklame machen fürs Theater, wissen Sie? So. Wir sind nämlich gerade beim Theater. Wir haben das letzte Mal, Sie haben die Sendung vielleicht gesehen, ich weiß es nicht. Da haben wir aus verschiedenen Mozart-Opern verschiedene Titelfiguren zusammen gemixt und die haben dann gemeinsam eigentlich eine neue Oper geboren. Eine Opernszene, wollen wir mal sagen. Und heute haben wir dasselbe gemacht mit Shakespeare.
Es sind alles Shakespeare-Figuren, die den Originaltext ihrer Rolle aus dem shakespearischen Stück spielen, aber sie gehören alle nicht zusammen. Und sie spielen trotzdem zusammen. Das hat man ja oft beim Theater. Man hat das Gefühl, die gehören gar nicht zusammen, sie spielen trotzdem zusammen. Aber das ist hier nicht der Fall, sondern die Stücke gehören nicht zusammen. Und es wird trotzdem zusammen gespielt. Es gibt auch einen kleinen Sinn, eine nette kleine Szene. Und im Anschluss daran sagen Sie uns bitte, welche Figuren haben Sie erkannt? Ist das klar? Dann brauchen wir nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Sie brauchen Ihre Pantoffel nicht auszuziehen. Ich meine, Sie haben jetzt im Moment keine an. Und wir gehen ins Theater. Vorhang auf und wir gehen hier rüber. Seid willkommen. Willkommen alle. Willkommen, meine guten Freunde. Ach, mein alter Freund, wie ist dein Gesicht betrottet, seit ich dich zuletzt gesehen? Ei, meine schöne junge Dame. Bei unseren Frauenfräulein gebe Gott, dass eure Stimme nicht wie ein abgenutztes Goldstück den hellen Klang verloren haben mag. Willkommen alle, ihr Herren. Wir wollen auf alles losfliegen, was uns zukommt. Gebt uns eine Probe eurer Kunst. Woher kommt ihr, mein Herr? Antonio, mein Vater ist gestorben. Oh. Nun treib ich aufs Geratewohl mich um, vielleicht zu freien und zu gedeihen, wie's geht. Im Beutel hab ich Gold, daheim die Güter, und also reit ich aus, die Welt zu sehen. Sagt, was ihr wollt. Ich kam zur reichen Heirat her nach Padua. Ist reich sie, kam zum Glück ich her nach Padua. Verzeiht mir diese Eile, meint ihr's gut, so kommt mit mir und diesem frommen Mann in die Kapelle nebenan. Und dort vor ihm und unter dem geweihten Dach verbürget feierlich mir eure Treue. Was sagt ihr? Ich sage, wir wollen nichts mehr vom Heiraten wissen. Wer schon verheiratet ist, alle außer einem, soll das Leben behalten. Die übrigen sollen bleiben, wie sie sind. Seid ruhig, Herr. Ich wähle sie für mich. Oh. Wenn's nur uns beiden recht. Was kümmert's euch? Dann geht es, wie das Sprüchlein rühmt. Gebt jedem das, was ihm geziemt. Hans kriegt sein Gretchen, jeder sein Mädchen, jeder Deckel findet seinen Topf und allen geht's nach ihrem Kopf. Wenn du heiratest, so gebe ich dir diesen Fluch zur Aussteuer. Sei so keusch wie Eis, so rein wie Schnee. Du wirst der Verleumdung nicht entgehen. Geh in ein Kloster, leb wohl. Oder willst du durchaus heiraten, nimm einen Narren. Denn gescheite Männer wissen allzu gut, was ihr für Ungeheuer aus ihnen macht. In ein Kloster geh und das schleunig. Leb wohl. Was gibt es hier? Schwachheit, dein Name ist Weib. Geht, ihr seid ein trockener Narr. Ich will nichts mehr von euch wissen. Aua! Überdies fangt ihr an, euch schlecht aufzuführen. Denkst du, mein Leben soll aus Eifersucht bestehen und wechseln wie der Mond im ebenen Schwang mit neuen Furcht? Nein. Einmal zweifeln macht mit eins entschlossen. Wenn dann zwei um eine freien, das wird erst ein Hauptspaß sein. Geht die Sache kraus und bunt, freu ich mich von Herzensgrund. Erkennt mich, dass ich ihn nicht lieben kann. Doch halte ich ihn für tugendhaft. Ich weiß, dass er von edlem Stamm, von großen Gütern, in frischer, fleckenloser Jugend blüht. Ein feiner Mann. Doch kann ich ihn nicht lieben. Er konnte längst sich den Bescheid erteilen. Nun beim Himmel! Mein Blut fängt zu Blut zu Wasser an. Wenn ich mich rege, wenn ich den Arm nur hebe, dann singt der Beste von euch in meiner Züchtigung. Blickt nicht so wild, stand, klotzt und hofft nicht so. Ich will nur Herr sein meines Eigentums. Sie ist mein Hab und Gut. Sie ist mein Haus gerät, mein Speicher und mein Feld. Sie ist mein Pferd, mein Ochs, mein Esel. Alles, da steht sie. Rühre sie mir eine an. In Hoch. Du sollst ein Warnbeispiel sein. Kommt auf das Wesentliche. Sie ist alles beigelegt. Herz, komm zu Bette. Füll ihn weg. Nun walte, Schicksal. Niemand ist sein eigen. Was sein soll, muss geschehen. So magst dich zeigen. Und soweit bin ich froh, dass so sich's fügt, weil diese Balgerei mich sehr vergnügt. Sie sind so nett und gehen so lange da drüben rein. Herr Heines, wir haben ja auch noch einen Moment Zeit nachzudenken, was Sie erkannt haben.
Sie sehen, passen Sie auf. Ja, da, sehr gut, dass Sie das sagen. Der Pater, der Klosterbruder, der Mönch, wie immer Sie nennen, der kommt bei Shakespeare so oft vor, da könnten Sie jetzt verschiedene nennen, der hat ja auch kein Wort gesagt, den vergessen wir. Den haben wir nur gebraucht im Spiel. Auf den verzichten wir. Na, nun sind Sie froh, Herr Heinisch, was? Gut, nun fangen Sie an. Was haben Sie erkannt? Mal den Puck aus dem Sommernachtstraum. Den Puck, das war Fritz Niediger von Städtischen Bühnen Frankfurt. War der Puck aus dem Sommernachtstraum. Sehr richtig, ein Punkt. Dann ganz klar den Othello. Ganz klar, echt ist echt. Das war Roberto Blanco, heute mal als Othello. Bloß die Dame. Die bloße Dame, das ist oft das Rätsel, jawohl. Diese Dame. Diese Dame, es war Eva Kotthaus, renommierte Schauspielerin. Ja. Aber das nützt Ihnen nichts. Nein, kenne ich nicht, die Dame. Die Dame kennen Sie nicht? Nein, leider. Ja, leider, es war eine charmante Frau, da haben Sie recht. Aber Sie meinen auch jetzt... Ja? Ja, auch nicht. Aber es geht ja noch weiter, da waren ja noch mehr. Und dieser Spanier oder dieser Soldat? Der mit dem Othello gefochten hat. Nein, der andere. Der zuerst kam? Der zuerst kam. Na, der hat aber doch, der Mann hat ja nur von Zitaten gelebt eigentlich. So bekannt ist die Rolle und das Stück. Ach, was? Oh ja. War das der Romeo, aber ich hab seit der... Mich sollen Sie nicht fragen. Sie weichen vor mir zurück. Das habe ich ganz gerne, wenn Männer vor mir zurückweichen. Aber nicht in einer solchen Situation. Da können Sie ruhig neben mir stehen bleiben. Ich bin seit der ungarischen Hochzeit sehr gewitzigt. Seit der ungarischen Hochzeit, ja. Viele Leute sind nach der Hochzeit gewitzigt, nicht nur nach der ungarischen. Ja. Ich gebe auf. Die beiden haben Sie erkannt und die beiden stimmen auch. Jawohl. Gut. Dann soll ich, die anderen können wir, ich erkläre es dann, wir können es ja danach sehen. Bitte nehmen Sie Platz. Die zwei haben wir erkannt. Jetzt werden Sie gleich vielleicht sehen, ob er mehr weiß. Weiß mit dir hören. Darf ich bitten? Herr Fuchs! Herr Fuchs, Sie sehen auch ein bisschen zerknirscht aus. Hm? Jetzt rächt sich das, dass Sie zu bequem sind, ins Theater zu gehen, oder nicht? Was haben Sie erkannt? Stimmt. Die Reihenfolge ist sogar. Pater Lorenzo. Moment, das habe ich gar nicht gesagt. Es gibt so viele Mönche bei Shakespeare und Klosterbrüder und heilige Väter und alles. Den streichen wir. Er hat nichts gesagt. Der soll nicht gelten, den haben wir nur als Edelstatisterie gebraucht. Die anderen. Was, Hamlet? Hamlet? Hamlet, richtig. Hat der weiße Ärmel? Das ist egal, ob der Hamlet weiß. Es war Hamlet. Es war Hamlet, der schwarze war Hamlet. Das war Michael Hinz. Michael Hinz, der schwarze Hamlet. Geh in ein Kloster, Ophelia. Hat er zwar nicht gesagt, aber er hat gesagt, geh in ein Kloster. Deshalb sage ich Hamlet. Julia? Schwachheit, der Name ist Weib. Julia ist falsch, nein? Nein. Also Hamlet haben wir schon mal. Die beiden Herren, die da gefochten haben. Bleiben wir mal bei den Männern. Also Puck, den kannten Sie. Den Puck kannten Sie auch, ja. Das ist der Herr Niedecker, habe ich schon erwähnt. Jawohl, ist richtig, sind zwei Punkte für Sie. Und was war noch? Die sich da gestritten haben. Die mit den Schwertern gerasselt haben. Sie sehen, wenn Leute mit dem Schwert rasseln, ist immer komisch. Auch hier hatten Sie Ihre Lacher. Nicht erkannt. Falsch? Herr Heinisch, Sie haben einen Kollegen. Nein. Sie haben einen Kollegen gefunden, Herr Heinisch. Das sind die Leute, die nicht ins Theater gehen. Jetzt kommt's mal raus. Jetzt haben wir's. Das fällt mir nicht. Fällt Ihnen euer. Wie gesagt, das war Othello zum Beispiel, der Moor von Venedig. Den hätten Sie, den haben Sie aber nicht. Sie hätten ihn, aber Sie haben ihn nicht. Das war Othello, da war das der Petruchio. Petruchio, der mit ihm gefochten hat. Das war Rudolf Krieg als Petruchio und dann war Eva Kotthaus, das war die Olivia aus Was ihr wollt. Sie sagt sogar einmal, was ihr wollt. Da habe ich gedacht, da würden... Ja? Dann hatten wir also alles. Petruchio und Hamlet und den Puck und die Olivia und was war noch? Und Othello. Das waren 5 Punkte. Jeder von Ihnen hat sich mit 2 beschieden. Ich schätze Ihre Bescheidenheit. Jetzt darf ich den Anfang mit Ihnen machen und Sie sind so nett, Herr Heinisch, und begeben sich drüben in unser liebes, gutes, altes Kabäuschen. Und wir gehen jetzt in den Wald. Es gibt doch ein Theaterstück der Wald, das wissen Sie, aber da wollen wir nicht fahren. Wir gehen in einen echten Wald. Herr Ostrowski, machen Sie bitte mal den Vorhang auf. Und wir begeben uns in den Wald. Der Wald kommt wie Richard III. Jetzt auf uns zu. Schön trauriger Wald, es ist Herbst. Die Blätter sind gefallen. Wir können, folgen Sie mir ruhig durch den Wald. Hören sich diese Musik dazu an. Was? Schauen Sie, und jetzt steht das Mädel so neben dem Baum. Schaut so durch. So, kommen Sie ruhig rauf, gehen Sie mit. Was sind das für Bäume?
Das ist eine Birke, ein Punkt für die Birke. Weide? Ja, da gibt es viele Weiden, das muss ich genau wissen. Trauerweide. Eine Trauerweide, so ist es. Das sind zwei Punkte. Und was ist das dort? Können ruhig anfassen. Raten. Eine Buche. Nein, das ist keine Buche, das ist eine Pappel. Schnell wachsend. Eine Pappel. Und dies hier, da haben wir noch ein paar Blätter draufgelassen. Sagen Sie, was Sie denken. Wer hat das nicht geraucht früher, nicht? Da waren, sind Sie so jung. Eine Eiche. Eine Eiche! Die berühmte Eiche. So, bitte nehmen Sie Platz. Das waren drei Punkte, ja? Drei Punkte für Herrn Fuchs. Herr Heinisch. Herr Heinisch, Sie kommen ja aus einem waldreichen Land, nicht wahr? Wir haben einen Mischwald extra für Sie aufgebaut. Das heißt, wir haben uns die Bäume rausgesucht und gemischt hat sie dann unser Bühnenbildner. Darf ich Sie bitten? Sie können auch durch den Wald gehen, das macht sich sehr hübsch, optisch, wissen Sie? Wenn man jetzt zuschaut in Österreich und Sie gehen durch den Wald. Eine Eiche, nun gehen Sie weiter. Eiche. Ich bin verpflichtet. Eine Pappel, ausgezeichnet, Herr Heinisch, ausgezeichnet. Das ist eine Weide. Was für eine? Eine Trauerweide. Eine Trauerweide, ja, Weide alleine genügt ja nicht. Und das hier? Eine Birke. Eine Birke, ausgezeichnet. Vier Punkte, man merkt, er kommt aus einem waldreichen Land. Ein waldreiches Land. 6-5, Herr Heinisch, wir haben es geschafft. Jetzt kann man nur sagen, diesmal waren Sie ein bisschen ein Glücksvogel, nicht wahr? Sie haben Glück gehabt, dass er auch so ungern ins Theater geht. Schön, wir sehen uns noch, Herr Heinisch. Ich gehe mehr in den Wald als ins Theater. Das ist sehr vernünftig, ja. Aber Sie können ja beides verbinden, dann gehen Sie in den Wald und das Stück der Wald. Dann haben Sie beides. Ich danke Ihnen, wir sehen uns noch. Ich möchte jetzt hier noch mein Gold loswerden. Dankeschön. Herr Fuchs, ich danke Ihnen. Grüßen Sie Basel. Recht herzlich. Danke. Ich habe dort viel Gutes erfahren. Dankeschön. Wiederschauen. So, und die Damen? Holland und Deutschland. Ja, guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen. Wir haben uns ja das ganze Jahr nicht mehr gesehen. Wann sahen wir uns das letzte Mal? Im Juni war die letzte Sendung, ja. Und Sie waren dran? Im Januar. Im Januar. Fast ein Jahr nicht gesehen. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Danke, gut. Was macht Holland? Auch gut. Auch gut, alles in Ordnung. Ja. Sagen Sie noch ein bisschen was von sich. Bleiben Sie da. Ja? Ja, was Sie in Holland machen, so. Jetzt die. Ich weiß es, aber ist es doch mal, wenn Sie das einfach so runterbitten. Ja. Sie sind Ärzte, wie sieht's denn aus mit dem Gesundheitszustand in Holland? Ganz gut. Ganz gut. Ja. Seit Sie da praktizieren, ist es doch alles sehr viel besser geworden, ja, ne? Natürlich. Ja. Und Sie? Ich studiere in Berlin. Immer noch. Ja. Immer noch. Tim und was wünschen. Immer noch. Um was studieren Sie? Anglistik. Englisch, ja. Tja, meine Damen, dann mache ich den Anfang mit Holland. Und Sie sind so nett. Ja. Und setzen sich dorthin. Jetzt kommt eine ganz feine Sache. Im Zeitalter der Raketen und der Überschallflugzeuge mal zu einem Verkehrsmittel, was einen ganz gewissen Reiz hat. Ich glaube, wenn man da heute damit reisen müsste, wäre er nicht so groß. Darf ich bitten, unsere gute alte Postkutsche. Und wir gehen hier nach vorne, damit sie uns nicht überfahren. Und ein Auto kommt, ist nicht gut, aber unsere Postkutsche auch nicht. Ja, Gott, ist schon gut. Es steigen jetzt drei Reisende aus verschiedenen Jahrhunderten, aus verschiedenen Stilepochen. Das sehen Sie bereits, ja? Ja. Und jetzt kommt das Gepäck dieser Reisenden. Ja. Und Sie geben jedem Reisenden das richtige Gepäckstück. Ja. Und in diesem Zusammenhang darf ich gleich Dankeschön sagen, wirklich herzlich Dankeschön sagen, beim Offenbacher Ledermuseum, denn es sind sehr kostbare, echte, antike Stücke, die man uns zu treuen Händen hier anvertraut hat. Und wir gehen auch drumherum wie um den heißen Brei, weil es sehr teuer und sehr kostbar ist. So, und nun geben Sie. Das ist ein Höfling aus der Renaissancezeit. Das ist eine Dame, eine Frau aus dem Volke, wie man damals sagte, aus dem Biedermeier. Und das ist ein Barock-Kavalier. Oder wo man sagt, ein gut situierter Mann. Nicht jeder gut situierte Mann ist Kavalier, aber ein gut situierter, nichts gegen Sie persönlich, verstehen Sie mich falsch. Ein reicher Mann aus dem Barock.
Zeitalter. Jetzt geben Sie jedem das Richtige. Diese Truhe ist echt. Von einem König. Ich darf nur nicht sagen, wann und was, Jahrhundert, dann ist es zu leicht. Aber es ist ein wunderbares Stück. Nehmen Sie das, geben Sie. Ja, die Truhe können Sie ja nicht tragen. Sie können schon, aber um Gottes Willen, wenn die hinfällt. Fahrender Musiker. Naja, ein bedeutender Solist muss er schon gewesen sein. Fährt mit der Extrapost, hat ein so herrliches Instrument, wie mein Etui. Alles original beschlagen, mit Krone und mit allem. Jetzt ist die Frage nur, was ist Barock und was ist Renaissance, Frau Doktor, ne? Ach ja. Ach ja. Das ist auch ganz schwierig. Finden Sie? Ja. Was Barock ist und Renaissance? Bei den beiden Sachen? Naja. Ja, ich denke, das ist Renaissance. Was? Mit dem, nehmen Sie das in die Hand, was Sie denken, ist Barock, und geben Sie es. Das muss der richtige Herr ja bekommen. Sie müssen ja das Kostüm richtig erkennen. Ja. Das ist ein raffinierter Trick, so sage ich. Ich glaube, das ist richtig. Aber so aus 5 Metern kann ich ja Ihrem Finger nicht so folgen. Das Instrument können Sie ja tragen. Das drücken Sie dem in die Hand, von dem Sie glauben, dass es recht ist. Tja, Frau Doktor, das nennt man Diagnose, ne? Na, kann ja nur einmal schiefgehen. Und dann würden Sie diese Renaissance-Truhe dem Barockkavalier geben. Das war genau verkehrt rum. Das war genau verkehrt rum. Das hier ist für unseren fahrenden Musikanten. Herr Professor, bitteschön. Und die Truhe bitte ich dann auch wieder einzuladen. Ich danke Ihnen, meine Herren. Meine Dame, recht herzlichen Dank. Das Gepäck wird wieder eingeräumt und wünsche noch eine gute Reise. Sie müssen heute noch bis Frankfurt mit der Postkutsche. Oh, ich war noch 38 Kilometer. Ich danke Ihnen. Ein Punkt für Sie. Nehmen Sie Platz. Darf ich Sie bitten, hallo? Sie kommen, es steigen weitere Reisende aus. Reisende mit Gepäck in diesem Falle. Hier liegt das Gepäck, hier sind die Reisenden. Das richtige Gepäckstück, das ist wichtig. Sonst geht es Ihnen wie Herr Utzatschew, der lässt seine Hose in München, nicht wahr? Oder seinen Anzug. Das war... Es war sehr kleidsam damals, die Mode, ne? Sehr kleidsam, sehr schön. Aber sicher auch ein bisschen unbequem. Na, mit Postkutsche geht noch eher, aber damit also in einen Porsche rein ist also nicht so ganz einfach. Na, rein schon, aber raus ist schwer. Wenn die Krinoline so in den Schlafsitzen hängt, das ist natürlich nicht das Richtige. Ja, das ist eine sehr hübsche Sache. Ja, das, ja, wem wollen wir das geben? Barock? Ruhig klingeln lassen. Es ist nicht so dringend, dass es durch längeres Klingeln nicht noch dringender würde, ja? Ein spanischer Kavalier, Sie wissen ja, Karl der Fünfte. Eine Barockdame und eine Biedermeierdame, das darf ich voraussagen. Und damit ist der Anruf wahrscheinlich schon erledigt. Machen Sie weiter, ich komme dann. Ist erledigt? Sehen Sie, wenn man 15 Jahre zusammenarbeitet, traut man sich immer weniger zu, aber man kennt sich wenigstens. Ne? Ich will ihn extra streichen, damit ich mir mal wieder die Hände wasche. So, jetzt mal. Weg sind Sie. Kommen Sie zu mir, kommen Sie zu. Wir müssen das doch gebührend feiern. Sind Sie einverstanden? Ja, ein wunderschöne lederne... Ja, das ist mein Schmuck drin. Das ist Ihr Schmuck drin? Mhm. Um Gottes Willen, ja. Gut, dass wir nicht im Wilden Westen fahren. Das ist ein sogenannter Schnittlederkoffer aus dem 16. Jahrhundert. Darf ich alles gar nicht anfassen. Und das ist eine Biedermeier-Tasche. Sie sind auch einverstanden. Kavalier auch. Dreimal richtig, 3 Punkte. Mehr kann ich Ihnen nicht geben. Dankeschön. Darf ich Sie bitten? Postillon. Und ab geht die Post. Jetzt steht es 3-1. Wir machen ja weiter. Darf ich Sie gleich wieder bitten? Hanneke, kommen Sie. Lassen wir die erst noch rausfahren. Das ist ein herrlicher Anblick. Jawohl. Dankeschön. Ja, da sagt man, die gute alte Zeit, die Romantik, das war schön. Ob das schön war, mit dem Ding nach Mallorca zu fahren, weiß ich nicht. Hoppla! So, kommt rein, Freunde. Weihnachten steht vor der Tür. Der Mensch ist ein Raubtier und benutzt das Fest der Liebe, um die Tiere zu schlachten. Es ist nun mal so.
Aber bis Weihnachten können die ja noch ganz fröhlich schwimmen. Sie nehmen das eine, es sind dieselben Fischchen drin. Ja? Ja? Hier sind Fische drin, wie Sie sehen. Und das große Wunder ist geschehen, Sie schreiben auf, welche Fische da drin sind. Es ist in jedem das Gleiche. Und in jedem ist ein Hecht. Ein Hecht ist doch ein ganz gefährlicher Raubfisch. Da kann man es mal sehen. Der Mensch ist das Produkt seiner Erziehung, seiner Umwelt. Wir wollen jetzt nicht von Marx anfangen. Aber dieser Hecht ist in der Gefangenschaft geboren und tut keinem was zu leiden. Bitte? Den Hecht auch noch aufschreiben. Den habt ihr beide einen schon vor. Das ist doch nicht ganz falsch. Aber ist doch ganz interessant, der tut nichts. Vertragen sich alle ganz gut daran. Na, mein Dicker, du? Hm? Und wenn du dann auf einem Weihnachtstisch beim Essen liegst, dann denkst du mal an die Sendung. Hm? Oh, oh, meine Kleine. Hm? Wie weit sind wir denn, meine Damen? Hm? Ja, es sind fünf. Es sind fünf. Sie können auch die holländische Bezeichnung nehmen. Ja. Wir sprechen hier fließend holländisch. Na? Der Hecht ist jetzt ein bisschen böse, weil ich gesagt habe, er wäre nicht böse. Das gibt es ja auch bei... Haben wir noch was? Wie weit sind wir denn hier? Ja, ist gut, dann sind wir soweit. Wir drehen uns das dann um. Frau Doktor, lassen Sie sich Zeit. Ich möchte nicht, dass Ihr Fisch hier ungar auf den Tisch kommt, wenn Sie das also zu schnell machen. Sind Sie sicher, dass das stimmt? Sie hoffen? Na, jetzt lassen wir das so. Man soll ja nichts verbessern, ne? Sind Sie auch fertig? Gut. Da wollen wir mal schauen. Aber wollen wir es umdrehen, kann man das wieder. Aha. Aal ist richtig. Schnuck, das ist ein Hecht. Ist der hier? Ja. Das stimmt, ja, ich weiß. Ich hab den mal. Kaper ist ein Karpfen, ist auch richtig. Forelle ist eine Forelle. Und Kabeljau. Wenn Sie da drin einen Kabeljau sehen, will ich ihn roh jetzt runterschlingen. Hinzu kommt, ja, das ist ein Kabeljau. Ja, kein Süßwasserfisch ist. Da müssten wir hier den extra noch mit Salz versorgen. Ja. Kabeljau oder Dorsch schwimmt ja in der Nordsee, in der Ostsee, nicht wahr? Ja. Was Sie meinen, ist dieser Fisch hier, der so ein bisschen grünlich ist, von dem Sie glauben, es wäre ein Barsch. Ja. Stimmt auch nicht. Nein. Das ist Barsch, lassen Sie. Barsch stimmt nicht und Kabeljau stimmt nicht. Sonst haben Sie jeder vier Punkte und der Barsch ist kein Kabeljau, das ist eine Schleie. Eine Schleie. Die Fischer haben das natürlich gleich gesehen, sondern eine Schleie. Ist gar nicht leicht zu fangen, Schleien beißen nicht so leicht. Ja. Nicht den Fischer, sondern an der Angel, nicht wahr? Ja. Also, jeweils noch einmal vier Punkte, meine Damen. Ja. Ich danke Ihnen und wir schauen jetzt mal, darf ich bitten, das wieder wegzubringen, die Fische einem Schicksal auszuliefern, was wir sehr bedauern, was sich leider nicht umgehen lässt. Übrigens, bis auf die Forelle sind die alle aus dem Rhein. Wer hätte das gedacht? Denn man sagt ja immer, im Rhein schwimmen nur noch Dieselhechte und Dieselzander und so weiter. Ich weiß nicht, an welcher Stelle die gefangen wurden, aber man sieht, die fühlen sich doch ganz wohl, nicht wahr, in den Abwässern. Vielleicht ist es ganz am Niederrhein noch was gewesen, im holländischen Rhein schon gewesen, nicht wahr? So, dafür bekommen Sie jetzt vier Goldstückchen. Die sind gescheitert am Kabeljau. Ja. Für ein seefahrendes, fischendes Volk. Dankeschön. Dankeschön. Wir sehen uns noch einmal wieder. Dankeschön. Dankeschön. So. Herr Pütz, sind Sie soweit, ja? Die anderen sind auch alle soweit? Ich weiß, dass ich jetzt vielen von Ihnen eine Freude mache. Ich hoffe allen. Allen recht machen kann man es nicht. Soll man auch gar nicht erst versuchen, dann wird es gar nichts. Aber ich glaube, das wird Ihnen gefallen, wenn ich Ihnen sage, dass jetzt die Wiener Sängerknaben... Sind, da habe ich recht gehabt, na bitte. Die Wiener Sängerknaben zu Ihnen kommen. Sie singen erst die Vergnügungszug-Polka von Johannes Strauss und dann eine Aufforderung, pueri concinite, also singet... Knaben. Das ist Uwe Theimer, ein herausgewachsener Knabe. Jetzt ist er Dirigent von den Wiener Sängerknaben. Der Theimer, ich überlasse Ihnen Ihren Nachwuchs. Bitte Leute, eingestiegen, jeder soll den Sitzplatz fliegen. Heute geht's hinaus ins Grüne.
gut zu Bett, dass er viel und gut und tief. Und viele Berichten, Schüssen, Geschichten, wir sind Vergnügen zu.
Vielen Dank, Herr Theimer. Danke sehr. Vielen Dank. Danke schön. Auf Wiedersehen, Herr Theimer. So, jetzt geht's in die Zwischenrunde. Doris? Doris, huhu. Darf ich gleich bitten um die Kärtchen? Das macht Elke. Ah, so vielseitig heute wieder. So. Meine Herren, ich gebe Ihnen. Moment. Die Damen sollen sich die Herren selber aussuchen. Und Sie bekommen eine 1. Und wir machen jetzt. So, dann wollen wir sehen. Ist egal. Ist egal. Was möchten Sie mit ihm? Ja, weil er kann besser fahren. Moment. Moment, Sie haben einen Wunsch. Gib her, gib her, gib her, gib her. Wir erfüllen ja auch Wünsche. Wir erfüllen ja auch Wünsche, ist ja gut. Was möchten Sie? Kann besser Fahrrad fahren. Ah, na das doch. Losen wir nochmal, jetzt losen wir nochmal. Ich habe gedacht, Sie haben einen Wunsch aus sprachlichen Gründen oder irgend so etwas. Ja. Sagt, er kann besser Fahrrad fahren. Wissen Sie denn, wie gut der Ebenezer Rad fährt? Ich weiß nicht. Machen wir es nochmal. Bitte, Sie kriegen noch mal. Was? Weil er aus Indien kommt. Und er bekommt die 1. So. Es ist ganz egal, aber wir können auch noch. Bitte schön, was jetzt? Was ist jetzt? Jetzt ist es umgekehrt. Was ist jetzt? Jetzt hab, bitte, Sie haben ja Ihren Fahrradler da. Hoffentlich geht das jetzt gut. Weil ich nicht denke, dass er Fahrrad fährt. Weil er aus Indien kommt, glaubt er nicht Radfahren kann. In Indien wird doch wahnsinnig viel Rad gefahren. Sind Sie damit einverstanden? Ich frage nochmal rück, oder wollen wir nochmal losen? Ja? Ist das so gut? Also es ist ein reines Glücksspiel. Wehe, wenn er jetzt nicht Radfahren kann. Und wenn er fährt hier, also wie Rudi Altig, der guckt mal so. Wir werden sehen. So, also dann lassen wir es so. Bitte schön. Da hat einer seine Karte eingesteckt. Aber, ja. Immer die Radfahrer, ne? So. Uns ist es gleich, welches Rad Sie wählen. Bitte steigen Sie auf. Das sind, passen Sie auf, ich gebe Ihnen da einen Tipp. Das sind Zwillings, bitte. Das sind Zwillingsfahrräder. Sie sind also nebeneinander. Aber was nicht miteinander verbunden ist, ist die Lenkung. Sie müssen sich entscheiden. Einer... Darf ich mal sagen, Herr Heinisch, ich meine, das ist nur ein guter Tipp. Einer muss lenken und der andere muss nur dem aufs Lenkrad gucken und muss immer sehen, dass er parallel mitlenkt, ja? Zwei lenken können Sie auch, aber ist schlecht. Ich schwör's, wir haben es probiert. Da kommen Sie überhaupt nirgendwo hin. Wer bei Ihnen lenkt, das müssen Sie vorher abmachen. Und Sie auch. Moment, Moment, noch nicht. Und Sie fahren hier vor und dort, wo Johannes Pütz steht, fahren Sie rigoros weiter, der geht schon aus dem Wege. Fahren hier um die Pyramide rum und Sie bitte auch, hallo, hier vor, um die Pyramide rum. Und wer zuerst das Start- und Zielband zerreißt, Sie müssen ein bisschen zurück, so wie er, mit dem Rücken an das Band, noch ein bisschen. Wer zuerst das Band zerreißt, der ist natürlich der Sieger. Was, Moment noch nicht. Bitte? Was kostet die Harfe? Was die Harfe kostet? Das rechnen wir danach. Ich weiß es nicht. Was kostet? Moment. Moment, das lässt sich alles feststellen. Es lässt sich alles feststellen. Was kostet die Harfe ungefähr? 18.000 bis 24.000 und höher. Was kostet die denn ungefähr? 18.000. Gut, brauchen Sie eine neue? Unbedingt. Unbedingt. Also diese Harfe kostet 18.000 Mark. 18.000 Mark für eine Harfe. Haben Sie so viel bei sich? Nee. Gut. Das sind über 100.000 Schilling. Also, auf die Plätze, fertig, los! Einer muss lenken und der andere guckt ihm aufs Rad. Einer muss lenken. Langsam, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Wo wollen Sie hin? Wo wollen Sie hin? Sie haben auch ein bisschen mit dem Fuß geschoben, aber die haben mit dem Fuß noch mehr geschoben und sind trotzdem noch später gekommen. Also man kann trotzdem sagen, dass Sie gewonnen haben. Sie müssen aber zugeben, es ist schwer. Ja. Nee? Warum hat es hat Sie der Ehrgeiz gepackt? Das war der Fehler. Ich habe mich ganz auf den Ihre Konkurrenten, die lagen noch hier hinten zwischen der Harfe und da waren Sie hier und dann haben Sie gesagt, jetzt aber Vollgas rein und dann, wenn einer mal ein bisschen, schon ist der Ofen aus. Aber Sie haben es gepackt. Es war nicht so wunderbar. Für Ihr Gewicht kann ich nichts. Sie hat sie selbst ausgesucht. Ich bin hier voll. Sehen Sie? Danke. Das haben Sie davon. Die Inder können nicht Radfahren. Hier. So, darf ich bitten, das jetzt abzuräumen. Jetzt können wir ein bisschen zur... Kommen Sie bitte. Ein bisschen zur Geschicklichkeit. Gleich. Ja, danke. Du kannst schon geben. Dankeschön.
Sie haben eine anstrengende Fahrt gehabt. Nehmen Sie Platz. Sie haben sich sehr, Sie haben den Sattel verbogen. Sie haben sich die Beine selbst überfahren. Also, so. Wer von Ihnen kann denn nun... Nehmen Sie doch Platz. Wir fangen mit diesem... Nein, Sie bitte auch. Nein. Herr Heinisch, also... Österreich-Zeilon nimmt bitte Platz. Take a seat, please. So. Wer von Ihnen kann denn besser Auto fahren? Herr Ebenezer oder Sie? Sie fahren Auto. Können Sie Auto fahren? Da möchte ich sagen, wer von Ihnen reagiert denn schnell? Wer reagiert schnell? Ja? Sie reagieren schnell, dann bitte nehmen Sie Platz. Es wird alles erklärt, aber bitte nehmen Sie Platz. Schauen Sie, wir haben, Herr Ebenezer, warum haben Sie es so eilig? Indien, Jahrtausende alte Tradition, was meinen Sie, was Sie für Zeit haben? Ja? Ihnen stelle ich die Fragen, wenn Sie sie nicht beantworten, ist er dran. Wir schalten dies hier ein. Und dann bewegt sich diese Straße, diese Trommel, ja? Und Sie müssen hier auf der Straße bleiben. Bei der ersten Fahrstufe, das ist die langsamste, dürfen Sie dreimal vom rechten Wege abkommen. Wo haben Sie das schon? Der Mensch sagt, Sie dürfen dreimal vom rechten Wege abkommen. Einmal vorstrafen ist schon schlimm. Ich muss Ihnen meinen... Sie müssen immer hier bleiben. So wie Sie rauskommen, klingelt's. Und hier leuchtet die rote Lampe. Sie dürfen aber bei dem ersten Versuch drei Fehler machen. Beim 10 Sekunden fahren wir jeweils, ja? Beim zweiten Versuch wird die Fahrstufe etwas schneller und Sie dürfen nur zwei Fehler machen. Beim dritten Mal wird es noch schneller und Sie dürfen nur einen Fehler machen. Es dauert jeweils 10 Sekunden. Sie können jetzt noch ein bisschen wackeln, wenn Sie glauben, dass Ihnen das was hilft. Die erste Frage. Und Sie können richtig antworten, brauchen Sie gar nicht zu fahren. Und ich sage dann auf Zeichen, los. Bitte. Wie hieß der kubanische Revolutionär, der im Herbst vorigen Jahres in Bolivien ums Leben kam? Che Guevara. Che Guevara. Die erste Stufe ist Ihnen erspart geblieben. Welches Pferderennen wird in allen Ländern nach einem englischen Lord genannt? Ain't. Nein? Nicht nervös sein, da will ich auch ein bisschen was tun. Lord Derby. Oh, ja. Lord Derby, yes? Just a moment, Moment. Moment, wir schalten erst ein. Zweite Fahrstufe und los, bitte. Moment, stopp. Nein, nein, danke, es genügt schon. Genügt. Sie haben... Halt, halt. 10 Sekunden, wir müssen noch festhauen, ich habe es gesehen. Es hat nicht gereicht, Sie sind da... Halt, halt! Achso, ich muss selber... Es hat nicht gereicht, Sie sind dreimal vom Wege gekommen in den 10 Sekunden. Aber es ist zu schaffen, beim nächsten Mal machen Sie es besser. Da läuft es etwas schneller und Sie dürfen nur einmal vom rechten Wege. Das ist eine prima Sache, das Spielzeug überhaupt. Und das dann mit 2,5 Promille, da macht es erst Spaß. Na, man kann dann ja, es kann ja nichts passieren, ne? So, dritte Frage. Welcher Staat führt als Symbol in seiner Nationalflagge eine Zeder? Libanon. Tut mir leid für Sie, Sie dürfen nicht mehr fahren. Hättest du gerne damit gespielt. Ja. Libanon, sehr richtig. Jawohl, das waren 2 Punkte für Indien, Deutschland. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Sie jetzt bitten? Jetzt sind es 3. 3 Punkte. Wer fährt denn jetzt bei Ihnen? Ich kann leider nicht Auto fahren. Sie können nicht Auto fahren. Nein, nein. Aber Sie können vielleicht schnell reagieren. Vielleicht, aber... Hm? Reagieren Sie schnell? Ja, das kann ich nicht. Ja? Sicher. Schnell, aber sind nicht sicher. Ja, das müssen Sie wissen. Wollen Sie fahren oder... Es ist uns gleich. Was muss man hier machen? Was man machen muss, passen Sie auf. Das fährt hier, ne? Ja. Und dann müssen Sie hier draufbleiben. Mensch, bin ich wieder gut. Abstellen. Ja? Wollen Sie das machen? Gut, ich probiere. Aber ja. Ich habe großen Angst. Sie haben großen Angst? Ja, weil ich nicht Auto fahren kann. Ja, aber Sie probieren. Drehen Sie mal ein bisschen. So und immer, wo die Ding ist. Wo die Straße hinläuft, da müssen Sie also sehen. Ja? Ach so ist es, ja. Da war es nicht. Immer in die Straße bleiben. Immer in die Straße bleiben. Ja, was muss der andere tun? Fragen beantworten, genau wie ihr. Und dann kann der andere dafür fahren, wenn sie nicht richtig beantwortet sind. Also in welchem Fragengebiet? In welchem Fragengebiet? Na, wie eben, so in der Art. Gut, ich versuche das. Heute haben wir aber Schwierige, die wollen kein Pech mehr haben. Ja. Wollen Sie lieber fahren? Wenn Sie gut fahren, braucht sie ja gar nichts zu beantworten. Da probiere es immer ich. Zum ersten Mal meine Autospiele. Ja, na gut, also. Na gut, Herr Heinisch. Gut, gut. Ja.
ihr beide habt euch hier zusammen geredet und kommen Sie her, Sie Radfahrer. Kommen Sie her, Herr Heinel. Herr Heinel, es geht nur. Aber Sie brauchen ja bloß die Fragen richtig zu beantworten. Ist doch alles in Ordnung. Dann braucht Sie gar nicht zu fahren. Sie können jetzt noch ein bisschen drehen, damit Sie mal was merken, wie das geht. Erste Frage. Welcher europäische Staat hat weniger als 1000 Einwohner? Europäische Staat. Es ist ein Staat. Der Vatikan. Jawohl, Vatikan. Ausgezeichnet, jetzt wird es schon schwerer. Jetzt dürfen Sie noch zweimal vom Wege. Wie heißt der kommende Vizepräsident der USA? Nixon. Aber Moment. Nein. Das tut mir leid. Der heißt Agnew. Oder Agnew. Spiro. Ja, dann müssen wir auf die Fahrstufe 2 gehen. Bitte schön. Sie dürfen zwei Fehler machen. Zweimal darf sie ja. Ja, es ist alles losging. Wenn man mal von der Straße unten ist, dann geht es immer weiter. Das ist nun mal so. Halt! Aufhören! Sie haben hier die Chance vielleicht noch einmal. Also einen Punkt haben wir schon. Wer gründete im 13. Jahrhundert das mongolische Weltreich? Er gebot zuletzt über riesige Reiterheere. Das war er, freilich. Schade. Jetzt können Sie nicht mehr fahren. Wollen Sie? Nein. Dankeschön. Zwei Punkte. Dankeschön. 3-2 und es geht weiter. Darf ich bitten, das rauszuholen? Das ist eine feine Sache. Kann man den ganzen Abend mitspielen. So, darf ich Sie bitten, wir begeben uns jetzt gemeinsam. Gemeinsam wieder ins Kino. Wir schauen uns einen Film an. Kommen Sie vor. Von hinten sieht er nicht so gut aus wie von vorne. Einen Film an. Aus der alten Geschichte. Halt, nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter, wegen unserer Kameras. Bitte kommt, Herr Ebenezer. So, hier. So, darf ich bitten? Ein Film. Entstand in den Wiesbadener Ateliers. Ein großes Kunstwerk. Wir werden nachher die Fragen stellen. Grüß dich, Heinz. Ist denn nun euer großer Philosoph? In dieser Gegend muss er irgendwo leben. Vielleicht in dem Fass da? Fass? Zuzutrauen wär's ihm. Er predigt nämlich die Bedürfnislosigkeit. Man kann's auch übertreiben. Jawohl, übertreiben. Sehen Sie doch mal nach, ob er zu Hause oder besser zu Fasse ist. Jawohl, nachsehen. Nicht zu fassen. Schnauze! Wenn ich das Ding sehe, werde ich schon sauer. Die Brüder machen uns alle noch brotlos. Hallo? Hallo, seid ihr da? Nein, ich bin hier. Wo ihr klopft, da ist Holz. Mein Feldherr will euch sprechen. Ah, ihr habt euren eigenen Feldherrn? Er ist unser aller Feldherr und König. Der größte Feldherr aller Zeiten. Größter Feldherr aller Zeiten. Tja, Gröfatz. Ich fürchte, das werden wir noch öfters hören. Achtung! Die Augen links, Mensch! In den Leller, wie befohlen, gefunden. Kommen Sie raus, Mann! Ich habe schon viel von euch gehört. Und ich von euch? Ich bin ein Freund der Philosophie. Ja. Mein Lehrer war auch ein Philosoph. Ich weiß. Ich verehre auch eure Philosophie. Ja, aber ihr handelt nicht danach. Ein Soldat kann kein Philosoph sein. Und umgekehrt. Wünscht euch etwas. Ich habe alles. Ich möchte etwas Gutes für euch tun. Tut es denen, die ihr noch besiegen werdet. Habt ihr denn keinen einzigen Wunsch? Nicht, dass ich einen wüsste. Na, das gibt es nicht. Doch. Wie ihr seht. Mann, wünscht euch was. Das ist ein dienstlicher Befehl. Lass das, Pilos. Nein. Wenn das ein dienstlicher Befehl ist, dann muss ich mir ja was wünschen. Nicht? Na also, es geht doch. Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Tja,
Geht mir aus der Sonne, mein Guter. Dankeschön. So. Sind Sie so nett? Sind Sie nett und gehen jetzt drüben rein? Ja? Sie haben 10 Sekunden Zeit für jede hoffentlich richtige Antwort. Aber, nee, Sie können sich ja miteinander besprechen. Es ist besser, Sie stehen da. Nur einer bitte nur antworten natürlich. Ich sage das jedes Mal, aber das muss ich sagen, nicht? Denn sonst sagt jeder was anderes. Ich suche mir das Richtige raus. Es geht dann nicht. Das soll also Diogenes gewesen sein. Ja. Meine erste Frage, hat er wirklich gelebt oder ist das eine mythische Figur? Er hat wirklich gelebt. Er hat wirklich gelebt. Ein Punkt, weil er wirklich gelebt hat, ja? Und wo hat er gelebt? In Sinope. Oh, so gut wollte ich es gar wissen. Fantastisch, jawohl. Apollonia. Nein, es genügt uns Griechenland schon. Wir sind ganz bescheiden. Ja. Und zu wem soll er gesagt haben, geh mir aus der Sonne? Wer war? Zum Alexander. Zum Alexander. Jawohl, dem gut. Großen. Dem Großen. Dafür geht es aber nicht noch extra einen Punkt. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ausgezeichnet. 3 Punkte. Nehmen Sie Platz. Wunderbar. Ja, bitte schön. Ein schönes Paar, ne? Passen auch gut in der Größe zusammen. So, jetzt bleiben Sie schön stehen. Das soll Diogenes gewesen sein, ja, das haben wir gesagt. Hat er wirklich gelebt oder ist das eine mythische Figur? Hat er wirklich gelebt? Er hat wirklich gelebt. Er hat wirklich gelebt, dafür geben wir einen Punkt. Ja. Und wo hat er denn gelebt? Schwarzes Meer. Wo? Bei dem Schwarzen Meer. Beim Schwarzen Meer? Ja, er nennt sich doch Diogenes von Sinope. Ja, von Sinope. Ja. Und das liegt direkt am Schwarzen Meer? Nein, doch, fast. Stimmt das? Sie wissen es gut. Schwarzes Meer? Nein. Nicht Schwarzes Meer? Naja. Ja, Schwarzes Meer ist nicht richtig, ne? Griechenland hätte mir ja schon genügt. Aber Schwarze Meer ist nicht Griechenland. Und Sinope ist, also schwarz, aber ein bisschen sehr weit weg vom Schwarzen Meer, um das noch zu akzeptieren. Vielleicht, wenn unser Telefon anderer Meinung ist, dürfen Sie läuten. Und die dritte Frage, wem ist er aus der Sonne gegangen? Alexander der Große. Auch ein Punkt, wunderbar. 5 Beine, na besser kann man es doch gar nicht haben. 5 Beine. Jetzt fangen wir mit Ihnen an und Sie sind so nett und gehen da drüben rein. Ja, dann stellen wir eine Stechfrage. Ich, extra, weil Sie doch nicht so gut Deutsch spricht und auch nicht. Dann machen wir doch eine Trennung. Stechfrage. 5 Beide. Jetzt wird es ja noch spannend. Jetzt wird es ja spannend. Nein, beide. Sie können sich ja besprechen. Aus welcher Schule, aus welcher griechischen, genau gesagt aus Athen, stammenden Schule ist er gekommen. Wer denn bitte? Diogenes. Kynismus. Ja, sagen Sie nochmal. Kynismus. Kynismus. Kyniker. Kynismus. Sehr gut, bitte. Nehmen Sie Platz. Kyniker. Herr Ebenezer, 1 rauf. 1 rauf. Auch hübsch anzusehen. Der Mann wild entschlossen. Sie. Dankeschön. Wir bleiben bei Diogenes. Aus welcher griechischen, athenischen Philosophenschule ist er gekommen? Wie hieß er? Antisthenes. Stoiker. Nein. Kyniker. Kyniker, ja. Ja, das ist aber so spät. Das wissen Sie aber doch. Ja. Ich hatte ja schon Stoiker gesagt. Sie hätten sich ja absprechen können. Warum haben Sie gesagt? Und Sie haben ihn sich gesucht. Sie haben ihn sich ausgesucht. Ich habe noch gesagt, das soll man nie machen. Man muss mit dem zufrieden sein, was man bekommt. Und Sie haben ihn sich ausgesucht. Sehen Sie? Sie sind wirklich ein Pechvogel. Und er sagt Stoiker. Ich kann nicht 2 akzeptieren. Schauen Sie, es nützt nichts. Er hat gleich gesagt Kyniker. Selbst hinterher. Das kann ich wirklich nicht akzeptieren. Es tut mir nur leid, dass ich recht gehabt habe. Sag, warum lassen Sie das Schicksal nicht seinen Lauf nehmen, sondern sagen, ich möchte lieber den Radfahrer aus Österreich. Aber es macht nicht so eines. Sie kommen her als Pechvogel, haben gesagt, einer hat heute wieder Pech. Das war wieder Pech. Sie sind wieder ein Pechvogel. Dankeschön. Dankeschön. Wir sehen uns dann in der Schlussrunde. Herr Ebenezer und Signe vor. So. Dafür gibt es aber trotzdem viel Gold. Schauen Sie, es ist schon besser als das letzte Mal, nicht? Ja. Nicht? Also Sie haben sich verbessert. Wenn Sie im Laufe der nächsten Jahre wiederkommen, wird es immer besser. Herr Heinisch, wie weit waren Sie das letzte Mal? Auch Schlussrunde, nicht? Nein. Vorschluss. Ja, doch, in der ersten. In der ersten gleiche Fans. 2, 4. Sie haben sich auch verbessert. Ja. Ich danke Ihnen. Schauen Sie, vielleicht ist es einmal sehr gut, dass Sie heute einen kleinen Fehler gemacht haben, mit dem Sie das Schicksal verbessern wollten. Vielleicht verdanken Sie dem eines Tages Ihr Glück. Wer weiß. Dankeschön. Herr Heinisch? Ja, Dankeschön.
Und nun, meine Damen und Herren, bevor wir in die Endrunde gehen, bevor es also um die 4.000 Mark, das ist ja eine fantastische Weihnachtsgratifikation, ist ja wie ein Minister, ne? Ich weiß, kriegen die überhaupt Gratifikation? Kriegt ein Minister auch Gratifikation? Ist zufällig ein Minister hier? Nein? Doch? Ja? Gibt's Gratifikation? Ah, ja, gibt's Gratifikation? Ja? Nein, nicht. Pumpen Sie nachher bloß an, Mensch, komm, hör auf. So. Ihr sagt, ja, ja. Licht, alles Licht von den Ministern weg. Die stehen das ganze Jahr am Licht, die wollen ihre Ruhe haben. Wer hat das Licht angemacht? Diese kriegst du nicht wieder aus. Licht aus. Gut, danke schön. So, meine Damen, also bevor es also in die Runde geht, wo es dann diesen schönen Preis gibt, den ich jedem herzlich gönne, aber Sie sehen, einer kann ihn ja nur gewinnen. Eine Freude für Sie, eine große Freude, darf ich wirklich sagen. Ein Wort, alles ist erledigt. Kammersänger Hermann Frey. Ah, wisst ihr, singen müsste man können. Singt für Sie Caro Mio Ben von Giordani. Hermann Frey, bitteschön. Senza di te, la
Ich habe es wirklich nicht gewusst, dass zwei Minister, ich schwöre es, ich habe es nicht gewusst. Ich habe einen Quatsch gemacht, weil ja immer Minister bei uns sind, nicht wahr? Jetzt geht durch Pause das Telefon, meine Herren, Sie müssen mir verzeihen, ich kann nichts dafür. Sie wollen also wissen, welche Minister und was für Minister. Natürlich hessische Minister, ich meine, es könnten auch andere sein, aber Hessen liegt ja näher. Also Minister für Wirtschaft und Verkehr, Herr Rudi Arndt und der Finanzminister Oswald da oben. Bitte, jetzt haben wir sie im Bild. Jawohl. Dankeschön. Ich kann nichts dafür. Dankeschön. Das haben wir auch hinter uns. Ich kann nichts dafür, meine Herren, ich wusste es gar nicht. Aber ich freue mich, ich freue mich. Können gar nicht genug Minister kommen. So, wer macht den Anfang? Sie diesmal nicht. Bitte schön. Herr Ebenezer, nehmen Sie Stuhl. Was soll schon sein? Studienbeihilfe brauchen Sie ja keine mehr. Sie sind ja längst fertig. Auch wer braucht kein Geld? So, wörtlich. Das Einzige, was in dieser Sendung wörtlich ist, ist die letzten Fragen, die ich vorlese. 10 Sekunden jeweils. Wenn Sie was nicht verstehen, ich weiß, Sie sprechen sehr gut Deutsch, gleich unterbrechen, ich weiß es. Ja? Wer schrieb den berühmten Roman Dr. Chivago? Pasternak. Pasternak, gleich festhalten. Welches Meer liegt fast 400 Meter unter dem normalen Meeresspiegel? Das Tote. Das Tote. Dritte Frage. Wie nennt man das Verfahren zum Messen und zur Feststellung bestimmter Gegenstände oder Körper mit Hilfe ultrakurzer elektromagnetischer Wellen? Kernresonanz. Jetzt wollen Sie mich überfahren, weil ich kein Wissenschaftler bin. Nein, ich meine was ganz anderes. Röntgen oder Röntgen? Nein. Ultrakurz. Nein. Radar. Radar. Bitte nehmen Sie Platz. Radio Detection and Ranging. Bitte. Bitte schön. Nervös? Ja. Das ist schön. Nein, nicht für Sie, aber man freut sich doch. Das wird doch viel schlimmer, wenn Sie das mir doch so wurscht, egal was da passiert. Ist doch schön, wenn Sie ein bisschen aufgeregt sind. Ich bin auch mal ein bisschen nervös, wenn die Sendung anfängt. Ja. Nachher ist dir nichts mehr zu retten, was soll ich mich da noch aufregen? Schön langsam, schön durchatmen, Zwerchfell atmen, nicht hier oben, wird man immer nervöser. Nicht? Schön hier. Ja, nicht, dass Sie denken, ich bin beleibt, das ist Stütze. Genug gescherzt, ja? Es geht um Geld. Wer schrieb den berühmten Roman Dr. Chivago? Boris Pasternak. Boris Pasternak, da war er auch sehr souverän, Ihr Vorgänger. Welches Meer liegt fast 400 Meter unter dem normalen Meeresspiegel? Das Tote Meer. Das Tote Meer, Herr Ebenezer. Wir haben es schon geschafft, jetzt sollen Sie aber auch die dritte noch beantworten. Ja, jetzt freut sich jemand, ne? Nein. Aber das ist ja wunderbar. Ist wunderbar, ist prima, was? Das gibt aber Weihnachtsgeschenke. Ja, mm. Schnell noch mal einkaufen. Schnell noch einkaufen. Wird das immer gleich das Geld wieder ausgegeben? Finanzminister lacht natürlich, sagt sich hier, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, mehr immer rein. Jetzt geht die dritte Frage. Wie nennt man das Verfahren zum Messen und zur Feststellung bestimmter Gegenstände oder Körper mit Hilfe ultrakurzer elektromagnetischer Wellen? Elektrokardiogramm? Nein, das wird anders. Oder Radar. Ach, Radar. Radar. Man sieht es den ganzen Tag, man hört den ganzen Tag, die Autofahrer werden mit Radar kontrolliert, alle. Nur wenn man gefragt wird, da weiß man es. Es hat gereicht, ich danke Ihnen. 2:1. Herr Ebenezer, eine knappe Niederlage. Dafür gibt es viel Gold. Ein Dutzend Deutsche. Nochmal recht herzlichen Dank. Wacker gestanden. Einer muss ja gewinnen. Ich darf Ihnen noch mal einmal gratulieren. Hier ist alles drin, was Sie brauchen. Einzutauschen an der Kasse. Die Blumen überreicht, Doris. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Und frohes Fest, kann man ja sagen. Wiederkommen. Man sagt immer, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Aber sie ist richtig glücklich, ne? Beruhigt?
Ist ja auf, weil sie hinter. Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, Herr Kuhlenkamp. Lieber Herr Martin, ich möchte, weil das Jahr sich seinem Ende neigt und bevor Sie mich anschließen, möchte ich Ihnen trotzdem sagen, ich wünsche Ihnen ein fröhliches, gesegnetes Weihnachtsfest, ein gesundes, glückliches 1969. Jetzt sind Sie dran. Vielen Dank, Herr Kuhlenkamp. Ich habe Sie im Laufe dieses Jahres öfters mal kritisiert. Ja. Ich möchte Ihnen heute am Schluss des Jahres etwas Positives sagen. Na, dann mal los. Die Botschaft höre ich wohl, allein befehlt der Glaube. Schießen Sie los, Herr Martin. Ja. Ich lausche immer noch. Kuhlenkamp. Ja, bitte? Na? Ich bleib da, Herr Martin. Machen Sie keine Sorgen. Na. No. Entschuldigen Sie, Herr Kuhlenkamp. Ja? Mir fällt nichts ein. Das ist aber wirklich. Er bleibt der Alte. Kann man nichts machen. Ich habe schon einen Schrecken gekriegt. Jetzt bin ich beruhigt. Ich habe gedacht, er hätte sich geändert. Nun, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen für Ihr freundlichen Empfang und für die gute Stimmung, die Sie hier verbreitet haben. Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause und hier im Saale. Wie gesagt, was ich Martin sagte, ein frohes, fröhliches, gesegnetes Weihnachtsfest, einen glücklichen Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr, und zwar am 25. Januar. Wenn Sie sich dieses Datum merken würden und vielleicht wieder zuschauen, wäre ich Ihnen sehr verbunden. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende noch. Auf Wiedersehen, guten Abend und gute Nacht. Adieu. Okay.